Mein Name ist Fraß Wilhelm. Ich bin genauso wie der Herr Joost von der Realschule gekommen, auch 1971, und bin 1999 im Juli ausgeschieden. Ja, meine Fächer waren Mathematik, Physik und Technologie, und ich war von 1983 ab Fachbetreuer für Mathematik und Physik und später von 1992 ab für Physik und Technologie. Endgültig ausgeschieden bin ich dann 2001 mit 65 Jahren und seitdem besuche ich die Fachoberschule nur noch ganz selten. Bis 1978 war der Lehrplan einfach abgeschrieben vom Gymnasium. Der war einfach nicht zu schaffen. Der Lehrplan war nicht zu schaffen. Das war so, dass er praktisch bis zur 13. Klasse war Mathematik und Physik ähnlich wie im Gymnasium. Und das war einfach nicht zu machen. Und 1978 wurde dann geändert. Und von da an hatten wir eigentlich eine Chance, dass die Abschlussprüfungen einigermaßen vernünftig ausgefallen sind. Ruhig war es eigentlich nicht, weil die Schüler, die mussten ja immer integriert werden, ja, die von der Realschule, die vom Gymnasium hergekommen sind und dann wieder von den privaten Handelsschulen her. Die mussten alle integriert werden. Das war eigentlich unser großes Problem. Ja. Und deswegen waren die Durchfallszahlen in der 11. Klasse sehr hoch. Dann gab es ja noch diese Vorklasse am Samstag, gibt es heute auch noch, glaube ich, ja. Und das war halt für diese L-Schüler, die haben wir damals L-Schüler geheißen, mit abgeschlossener Berufsausbildung, das waren eigentlich diejenigen, die den Ruf der Fachoberschule praktisch geschaffen haben. Ja, die haben begründet, das war das. Aber sonst unter der Lehrerschaft haben wir keine Probleme gehabt, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, es ist ja so, die L-Schüler, das waren eben die mit Lehre, die schon eine Lehre hatten und die waren mit abgeschlossener Berufsausbildung und die waren sehr, sehr engagiert natürlich. Ja, die wollten in einem Jahr halt das abschließen und das waren eigentlich die beliebtesten Klassen bei uns und das hat so gewissermaßen den Ruf der Fachoberschule geschaffen. Ja, die anderen, die so aus der Realschule gekommen sind oder vom Gymnasium her gekommen sind, das waren ja teilweise welche, die dann später also von der Realschule her, die den Abschluss hatten, die hatten dann keine Berufsausbildung bekommen, keine Lehrstelle. Dann sind sie zu uns gekommen. Die waren natürlich nicht besonders motiviert, gerade in den 80er Jahren war das so. Aber die waren jünger und die anderen, die waren halt schon 18 und bis zwischen 18 und 22 die L-Schüler. Und das waren die Klassen, die eigentlich den Ruf der Fachoberschule in Kulmbach wenigstens geprägt hatten. Möchte ich durch eine kleine Anekdote mal erwähnen. Ein Schüler kam zu mir, der war in der 12. Klasse und sagte, und mit dem war ich per Du, weil er war Basketballer und ich war der Basketballabteilungsleiter, kam zu mir und sagt, ein Mitschüler hat sich in seinem Haus von dem Elternhaus verbarrikadiert und will sich umbringen. Kannst du mitfahren? Da habe ich gesagt, ja, wir fahren sofort dann aus. Und als wir angekommen sind, hat es geheißen, der Herr Raschbichler ist schon übers Dach eingestiegen und hat den Schüler befreit. Und das, glaube ich, ist das, was an die Schule hier oder das Familiäre hier an der Schule ausmacht. Die Schüler hatten einfach Vertrauen zum Chef. Das war das, warum wir eigentlich so gerne an der Fachoberschule gewesen sind. Wir kamen von der Realschule her und an der Realschule hatten wir 9 verschiedene Schulhäuser. Und deswegen war bei uns dann die Fachoberschule direkt ein Paradies. Wir mussten erstens einmal nur in einem Haus und dann, als die Container kamen, da haben wir ja eigentlich einen Neubau gehabt. Und wir waren also total zufrieden. Also das war ein schönes Leben, eigentlich in den Containern. Und ich glaube, dass manche auch dabei waren, die haben den Neubau gar nicht so sehr herbeigesehnt. Weil das war einfach ein ganz familiäres Leben da in diesen Containern.